Herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Heute gibt es indisches Butter Chicken aus dem Ofen. Für das Butter Chicken müssen wir die Hähnchenbrüste erstmal marinieren. Dafür schneiden wir die zwei Hähnchenbrüste in mundgerechte Stücke. Für die Marinade benötigen wir außerdem eine Knoblauchzehe sowie ein daumengroßes Stück Ingwer. Nun gibt die Hähnchenbrust in eine geeignet große Schüssel und würzt diese mit 1 Teelöffel Paprikapulver, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Cayennepfeffer sowie 1 Esslöffel Ras el Hanout, alternativ geht auch Garam Masala, sowie 1 Esslöffel Zitronensaft. Anschließend geben wir 1 Becher Naturjoghurt sowie die kleingeschnittene Knoblauchzehe und den Ingwer dazu und mischen alles gründlich durcheinander. Nun stellen wir die Schüssel mindestens für eine Stunde in den Kühlschrank. Idealerweise breitet ihr alles am Vorabend zu. Da ist das Fleisch am nächsten Morgen schön durchgezogen. Eine Ewigkeit später. Den Ofen könnt ihr auf 200 Grad vorheizen, Ober-Unterhitze, und gebt das Fleisch in eine Auflaufform. Die Form kommt nun für 25 bis 30 Minuten in den Ofen. Währenddessen bereiten wir die Soße zu. Dafür schneidet ihr eine mittelgroße Zwiebel grob. Sowie wieder eine Knoblauchzehe, sowie ein Stück Ingwer klein. Die Zwiebel wird nun in etwa 2 Esslöffel Butter glasig angeschwitzt. Wenn die Zwiebel angeschwitzt ist, geben wir eine Packung passierte Tomaten dazu. Gewürzt wird das Ganze mit 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Salz sowie 1 Esslöffel Cayennepfeffer sowie dem Ingwer und der Knoblauchzehe. Nun lassen wir alles 20 Minuten bei geringer Hitze und geschlossenem Deckel vor sich hin köcheln. Nun kann auch das Fleisch wieder aus dem Ofen geholt werden. Nach den besagten 20 Minuten gebt ihr das Ofenfleisch zur Soße hinzu. Zum Schluss geben wir noch 2 Esslöffel Butter dazu, 150 Gramm saure Sahne und 1 Esslöffel Honig. Alles schön verrühren und alles nochmal ungefähr 5 Minuten kochen lassen. Dazu passt perfekt Naanbrot oder Reis. Wie ihr Reis nach der Quellmethode herstellen könnt, verlinke ich euch oben in der Infokarte. Wenn ihr wollt, könnt ihr alles noch mit Zitronenspalten und Koriander garnieren. Zum Schluss bleibt meinen Kindern nur noch zu sagen: Lecker, lecker, wie bei den Tutterbäckern.